So, jetzt bin ich ja hier gewesen. Genau, ich überlege gerade, ob ich nicht einfach sage. Ups. Ob ich diese Pflanzendinger jetzt gerade noch mache, solange ich halt Pida bin. Oh Gott, Kabel war in dem Weg. So. Eine Menge Nistkästen. Nistkästen? Was? Nee, nee, bitte nicht. Peter, danke für die Hilfe. Wie zuvor schulen wir die Drohne darin, Feinde wie Ratten und Bienenwölfe zu erkennen, damit sie die Nistkästen bewachen kann. Okay. Okay, lassen wir alles mal hochfahren. Oh ja, die Drohnen fliegen. Das mache ich gerne. Zeit für Haha. Leibwächter aus Queens. Gib dem Wort Bienenqueen eine neue Bedeutung. Ja. Hehe. Das ist aber ein großer Kerl. Sehr schön. Ratatat, Rat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 . Unbekannter Feind entdeckt. Oh, oh, was ist das? Das sehe ich mir besser mal an. Oh, dieser Vogel. Sucht die Nester. Er will die Bienen fressen. No! Herops albicolis, ein Weißkehlspindbienenfresser. Der Name sagt schon alles. Ich muss den Vogel dorthin scheuchen, wo er herkommt. Ich frage mich, ob diese Drohne einen Realweltmodus hat. Realweltmodus? Cool. Jetzt kann ich den Vogel tatsächlich in Schwung bringen. Oh. Wenn ich herausfinde, wo er herkommt, kann ich sehen, ob da noch andere sind. Hey, Vogel! Ich kann Weg dir nicht dich. Folgen, wenn du nicht fliegst. Los jetzt! Ich gebe dir einen kleinen Schuss. So, wohin gehst du? Husch, husch, Vögelchen. Tut mir ein bisschen leid. Ich muss schießen und ihn aufscheuchen. Du darfst die Bienen aus Queens nicht fressen. Oder die Bienen Queens. Aha. Ah, das ist dein Zuhause? Noch schick. Du musst entwischt und dir einen Snack gesucht haben. Also schön geräumig. Ich sollte sie schließen, bevor du wieder entkommst. Na bitte. Lustig. Okay. Ich schätze, das war's erstmal. Die Drohne fliegt im Handumdrehen zurück in die Basis. Cool. Keine Ahnung, ob bienenfressende Vögel die ganze Stadt bedrohen, aber ich sage es Dr. Young. Wir sollten die Drohnen unbedingt auf die Suche nach Ausreißern programmieren. Sehr schön. So, jetzt muss ich kurz gucken. Ah, da ist noch so ein... Dann gehe ich mal hier hin. Und dann gehe ich da oben hin. Würde ich sagen. Oh, das wollte ich nicht. Egal. So, ich sehe es da hinten schon, tatsächlich. Dennis Clan, reden wir über Coney Island. Laut letzten Meldungen gibt es viele Verletzte, aber keine Toten. Zum Glück. Doch es bleiben noch eine Menge Fragen offen. Wer steckt hinter dem Angriff? Wer war der Mann, der Spider-Man geholfen hat? Ehrlich gesagt bringt diese Sache bei mir üble Erinnerungen an die Underground. You never know. Hoffentlich sind zwei Spider-Man in der Lage, die Stadt vor weiterem Chaos zu bewahren. So. Jeder, der behauptet, dass diese Dinge auf gutem Grund geschehen, sollte mit nassen Socken... Ach so. Ich sollte es finden. Ach so, wollte ich gar nicht. Kann ich Spider-Man einfach so wechseln? Ah. Du kannst zurzeit nicht den Charakter wechseln. Wieso das denn? Ach nö. Ach so. Ich bin hier schon direkt. Verstehe. Na dann.
Na dann. Okay. Na, das lief ja recht simpel. Ein Schaltkasten. Cool. Oh. Ich schock mich mal da rein. Schock dich mal da rein. Das hat die Tür nicht geöffnet, aber den ersten Schalter aktiviert. Es muss noch mehr Schaltkästen geben, die den Rest aktivieren. Ja, die Frage... Ach, da. Da ist ein Kasten. Okay, okay. Onkel Aaron muss einen Timer eingestellt haben. Ich muss die Kästen zünden. Och nö, jetzt wirklich? Okay, ich muss die recht schnell hintereinander aktivieren. Ist natürlich blöd. So, die zwei ist klar. So, hier ist keiner. Ist hier einer? Ne, hier ist... Da ist einer, okay. Muss ich mir merken. Da ist einer. 2 und 3. Ist da oben vielleicht einer? Okay. So. So, Nummer 1. Und noch einer. Nummer 2. Nummer 3. Nein. 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 Und Nummer 4. Sehr gut. Das waren alle. Jetzt sollte ich perfekt. Perfekt, perfekt. Dankeschön für diese wunderbaren Teile. Ich weiß das sehr zu schätzen. Sehr schön. So, kann ich denn jetzt wechseln? Kann ich immer noch nicht. Wieso nicht? Wieso kann ich nicht wechseln? Das weckt vielleicht Erinnerungen, Junge. Mein allererstes Versteck. Warum in Queensbridge? Die Moon Turtle Arcade. Das war sie zumindest, bis sie für den Wolkenkratzer abgerissen wurde. Mein Vater und ich haben damals praktisch dort gewohnt. Mir gingen dauernd die Münzen aus. Aber Chips, warte mal. Achso, ja, warte mal. Oh Gott. So, mal kurz einen Prozess machen. Au. Okay. Aber wie viel halten die denn aus? So. Echt jetzt noch mehr? Oh, wie viel kommen denn noch? Upp. Komm, so. Au. Oh, da oben hängt noch einer. So. Hey, ich wollte mich zurückmelden. Okay. Was meintest du vorhin? Die Moon Turtle Arcade. Das war sie zumindest, bis sie für den Wolkenkratzer abgerissen wurde. Mein Vater und ich haben damals praktisch dort gewohnt. Mir gingen dauernd die Münzen aus.
aber Jay gab mir immer welche von seinen. Ich würde alles dafür geben, mit meinem großen Bruder noch einmal zu Arcade zu gehen. Ich vermisse ihn. Ich auch, Onkel. Ich wünschte, Dad und Onkel Aaron hätten sich vertragen können, bevor er... Ja. So, jetzt kann ich wechseln. Okay, komisch. Sehr, sehr komisch. Egal. So, jetzt möchte ich bitte einmal hier hin. Und da habe ich sogar Schnellreise freigeschaltet. Das ist natürlich Premium. Es ist so insane, wie schnell das funktioniert mit dem Wechseln. So. Habt ihr schon mal von Kriminellen? Nee, gerade nicht. So, was ist hier zu tun? Hallo Peter, willkommen zum Praxistest unserer hocheffizienten Batteriefahrräder. Super. Wir möchten, dass Sie mit dem Rad durch 10 Kontrollpunkte fahren, um reale Akkuwerte zu messen. Gehen Sie zum Fahrradständer im Central Park. Ihr Ausweis gewährt Ihnen Zugriff. Okay. Fahren wir einfach mal Fahrrad. Wir brauchen keine Schlagzeilen. Why not? Why not? Das ist ein Job für den guten Pete. Jetzt kann ich eins dieser coolen, hochmodernen Dinger fahren. Cool. Okay, bis zum ersten Kontrollpunkt. Das finde ich cool. So. Gleich komme ich an den Kontrollpunkt. Aus dem Weg. Heute gibt's ein Konzert. Aus dem Weg, ich bin Peter Parker. Mit einem hochmodernen Fahrrad. Aber es ist, glaube ich, auch wirklich einfach ein cooles Gefühl, einfach so durch den Park zu fahren mit dem Fahrrad, ne? So frische Luft. Ich habe tolle Shows im Park gesehen. Hey, das Schild ist eine gute Rampe. Rampe. Bam. Fantastisch, das ist so ein cooler Sprung. Früher waren Harry und ich hier jeden Sommer auf Konzerten. Das können wir mal wieder machen. Check. Oh. Ups. 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 Verdammt. Okay, alles gut. So. Wow, das ist nicht normal. Ich denke nicht, dass das Fahrrad ein eigenes Feuerwerk geben sollte. Das ist nee. Bei diesem Tempo überlädt die Batterie und explodiert. Ich muss es schnell zur Fahrradstation bringen, wo man die Ladung sicher entladen kann. Aber noch 5 Punkte, 5 Kontrollpunkte ist sportlich. Achtung, hier explodiert gleich was. Oh Gott. Sorry. Hat das Fahrrad keine Klingel oder was? Ich habe schon viel explodieren sehen, aber das wäre mein erstes Fahrrad. Upsala. Beinahe wäre ich links lang gefahren. Schnell jetzt. Aus dem Weg. Vielleicht kann ich die Überladung durch einen Tempoboost ein wenig reduzieren. Oh Gott. Die Brücke ist blockiert. Ich muss irgendwie darüber. Oh yeah. Ist das absurd? Achtung! Whoa. Oh yeah. Puh, das war verdammt knapp. Knapp. Die Batterie wird sicher entladen. Aber Dr. Nguyen sollte wissen, dass ein Kurzschluss offenbar eine thermische Reaktion bewirkt hat. Wenn es nicht im Labor passiert ist, sind sicher die variablen Außentemperaturen schuld. Ich habe ein paar Ideen für die Wärmeregulierung. So, Levelaufstieg. 21. Achso, ja, mal gucken, ob ich neue Outfits freigestaltet habe, ne? Oh ja. So, das ist jetzt Peter. Das sieht ja lustig aus. Ich bin ehrlich, hat was.
Stimmt, ich hatte jetzt den blauen. Sieht auch cool aus. Der gefällt mir nicht so. Es sind noch so viel zum Freischalten. Krass. Aber ich muss sagen, wie gesagt, der hat was. Ich glaube, den nehme ich. Oh, gibt es nochmal als verschieden. Aber egal. Das finde ich cool. So, neue Mai. Der sieht auch sick aus. Ja, okay. Ja. Purple Rain. Aber ich muss sagen, der sieht ganz geil aus. Den nehme ich doch mal. Cool. Sehr cool. Bewegungsgeschwindigkeit. Die Schwingengeschwindigkeit. Das muss ich nehmen. Oh, erhöht die Wendegeschwindigkeit der Netzflügel für eine bessere Handhabung. Okay. Was gibt's denn noch? Zeigt Technologiekisten auf deiner Das ist eigentlich ganz cool. Also so Movement finde ich schon echt cool. Sollte ich auf jeden Fall machen. Okay, dafür habe ich jetzt keine Heldenmarken. So, Fokus, was war hier? Fokuserhöhung durch lautlose Takedowns. Okay. Macht es Sinn, hier einmal durchzugehen? Fügt den dritten Fokusbalken hinzu. Ja, das sollte ich schon machen. Okay, dafür habe ich dann keine Heldenmarken mehr. Ich habe vor allem auch keine Technikteile mehr. Oh. Na gut. Ach so, Moment. Wo war das mit der Truhe? Ach, hier. Okay. Alles klar. Ist schon sickes Design. Definitiv. So, ich nehme jetzt die, ich habe die Schnellreise freigeschaltet. Cool. Oh, die hatte ich schon freigeschaltet. Moment. Nee, hatte ich anscheinend nicht. Okay, gut. Genau, das Foto nehme ich mal mit. Beziehungsweise, vielleicht sollte ich erstmal diese Patrouille auslöschen. Okay, ein bisschen hart gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. So. Sie scheinen etwas zu jagen. Das beende ich lieber. Aua. Sie verletzen hier verschiedene Auflagen. Bams. Und zack. Nice. Kurzen Prozess gemacht. Oh. Das dürfte Robbie gefallen. Das Spielfeld auf dem Dach. Ist schon lustig. Naja, wenn ich reich wäre, würde mir das Panorama auch gefallen. Ich hätte zwar auch Angst, dass ich die Bälle vom Dach spielen würde, aber sie können sich sicher leisten. Sehr gut, dann nehme ich noch das Foto mit. Oh, der Mond scheint. Cool. Da leuchtet was blau, habe ich genau gesehen. Aha. Ich glaube, das sind diese Technikkisten, ne? Oh, wenn die auf der Karte erscheinen, das wäre natürlich mega cool. Ja. Das sind die. Das sollte ich auf jeden Fall freischalten einmal. Ah ja, Radio City. Alles klar. Was? Bei Gott, die Philosophie hat den Burschen nicht ganz zum Narren gemacht. Das ist der Typ links, ne? Probestück. Ob auf der Bühne oder im Freien. Okay. Kann man schon sonst jeden Tag. Und mittan habe ich ja noch gar nichts. Zukünftige Legenden auftreten sehen. London? Das ist echt weit weg. Aha.
Dann hole ich mir die noch einmal. Die rasen hier rum. In New York ist es verboten, beim Fahren Spaß zu haben. Ups. Meine Aufmerksamkeit kann man auch leichter gewinnen. So. Ich wusste, du kommst her. Aha. Nein. Verdammt, ich habe mich verklickt. Es war ja Kreis. So. So. Here you go. Bei weiteren Verkehrsverstößen müssen wir eure Führerscheine einziehen. Aber wirklich. So, jetzt noch mal die Markusstücke. Oder oben sehe ich schon. Oder oben. So. Wenn du mich hörst, Marco, Puppentheater interessiert mich nicht. Was? Oh, frech. Ich möchte nur helfen. Das möchte ich wirklich. So. Oh, da oben sind so viele. Oh Gott. So. Alright. Sehr schön. Oh, sorry. Oh, das ist ein großer Brocken. Für seine Tochter aufgegeben. Und Kraven hat ihn für seine Jagd rausgezwungen. Spider-Man auf dem Dach. Haben Sie einen Hinterhalt? So. Mit eurer Tarntechnologie ist es heute nicht weit her, was? Nee, bitte nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ah, verdammt. Oh, der ist groß. Oh Gott. So. Das Fliegeding hält aber viel aus. Ah, jetzt. Okay. Okay. Ah, verdammt. Ja. Ich weiß. So. Alter, sind das viele. Au. So, weg mit dir. Einfach mal vom... Oh Gott. Oh, ich könnte mich schon wieder nicht heilen. Quatsch. Blocken. Mit Blocken habe ich es noch nicht so drauf, muss ich gestehen. So, jetzt aber. So. Okay. Meine Güte, ey. So, was haben wir heute gelernt? Schleicht euch nicht an Spinnen ran. Yes. Cool. So, jetzt kann ich einmal dahin. So. Aha, hier ist noch eine Technikkiste, die nehme ich natürlich mit. Ich dachte, die Polizei hätte alles beschlagnahmt.
So. Greenwich. So. Let's go. Hey! Hey, Pete! Sieh dir das an! Alles okay? Mal sehen, was das Ding noch so kann. Was treibst du da? Wissenschaft, Kumpel. Ich betreibe Wissenschaft. Also, Spider-Man. Du sagst es MJ, aber nicht deinem besten Freund? Um dich zu schützen. Ich wollte... Klar. Ja, versteh schon. Und dein Schüler ist das... der andere? Ist viel passiert, als du in diesem Tank warst. Ich weiß. Glaub mir. Ganz vorsichtig. Upp. Ein bisschen zu doll. Ups. Ja. Ich mach uns mal Kaffee. Scheint eine lange Nacht zu werden. Verdammt! Die beiden. Lustig. Ist schon lustig. Also dafür, dass der PC so klein war, war die Grafikkarte echt groß. Was zum Teufel ist hier passiert? Tja, haben wir ihn drauf gemacht. Wir haben nur Experimente gemacht. Wo ist Dr. Connors? Er hat sich freigenommen? Nein. Er nimmt sich niemals frei. Ich gehe dann mal. Ja, ich ruf dich später an. Okay. Einen Moment. Harry besitzt Superkräfte? Das geht alles so schnell. Warte, was ist das? Was ist das? Hey Leute, ich empfange komische Signale vom Spider-Bot. Du auch? Genki, führst du irgendwelche Tests durch? Ich wollte euch gerade anrufen. Ein paar von denen haben das Netzwerk angepingt. Sie benutzen seltsame Wireless-Protokolle. Ich sehe mir das an und sag Bescheid, was ich finde. Wild. So, was ist mit dir? Ich lade Infos auf den Spidey-Server. Verstanden. Ich sehe mich nach Ihnen um. Schickt mir die Daten, wenn ihr sie habt. Ich versuche rauszufinden, von wem sie stammen. Faszinierend. Sind das jetzt nochmal extra Sammelobjekte? Hey, lange Nacht. Hey, MJ. Harry und ich haben die ganze Nacht seinen Anzug getestet und Unmengen Pizza verdrückt. Das war echt toll. Genau wie früher. Also, achte auf den Verkehr. Ich muss es wissen. In der Notaufnahme gibt's keinen Unterricht. Was ist Harrys radioaktive Spinne? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist eine Art Exo-Anzug, der jede Spur seiner Krankheit vollständig auslöscht. Ich achte schon. Dr. Connors hat sich wirklich selbst übertroffen. Das ist unglaublich. Und kommt gerade recht, wenn man bedenkt, was im Park los war. Irgendwelche Hinweise, wo Tombstone jetzt ist? Noch nicht. Aber sobald ich was weiß, rufe ich dich zuerst an. Oh, okay. Du bist die Beste. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Okay, was jetzt? Lustig. War das ein gutes Foto, Spider-Man? Zeitansage. Okay. Ich wollte die Karte öffnen. Naja. Da ist nämlich das nächste Symbol. Mitteilung, Belohnungen. Fotohilfe. Oh, 200 Technikteile? Wir wissen immer noch nicht, von wem der komische Spider-Bot war.
Das ist richtig. Die Spider-Man sind nicht die einzigen Helden in New York. Schüler pünktlich zum Unterricht bringen, das nenne ich eine Superkraft. Wie konnte ich mich denn... Hey, Yuri. Ich habe die Anhänger der Flamme zu einer verlassenen Klinik in Chinatown verfolgt. Gemeinsam finden wir vielleicht ihren Boss. Damit du sie auch zum Sterben zurücklässt? Nur wenn es sein muss. Hör mal, diese Sekte muss gestoppt werden. Komm mit, dann geht's leichter, aber ohne dich geht's auch. Wenn ich mitkäme, könnte ich sie im Auge behalten. Okay, die Flamme freigeschaltet. Was? Was denn ist die Flamme? Alles brennt. Untersuche diesen geheimnisvollen Kult mit Yuri. Ach, das war der Kult, okay. Oh, ich habe hier so viel offen. Okay, eieiei. So, aber ich mache gleich mal das Foto und dann das da und dann... Ja, mal weiter gucken.